Sehr viele Katzen leiden unter schmerzhaften Gelenkerkrankungen, viel mehr als man ursprünglich dachte. Doch da unsere Vierbeiner wahre Meister darin sind, Schmerzen zu verbergen, können wir häufig erst bei massiven Gelenkproblemen und großen Schmerzen unserer Tiere feststellen, dass etwas nicht stimmt. Aus diesem Grund nehmen wir das Thema heute genauer unter die Lupe. Wir verraten dir, wie du Arthrose bei deiner Katze erkennen, behandeln und auch erfolgreich vorbeugen kannst. Untersuchungen haben ergeben, dass unglaubliche 9 von 10 Katzen im Alter von 12 oder mehr Jahren bereits unter Arthrose leiden. Viele Tiere sind sogar schon wesentlich früher betroffen. Als Jäger versuchen Katzen aber keine Schwäche zu zeigen, weshalb sie selbst bei Schmerzen häufig nicht anfangen zu lahmen. Umso wichtiger also, früh zu erkennen, sollte sich die Arthrose anbahnen oder noch besser, alles dafür zu tun, sie möglichst gar nicht oder nur so schwach wie möglich aufkommen zu lassen. Wie kannst du Arthrose bei deiner Katze erkennen? In arthrotischen Gelenken finden sich Schäden an den Gelenkknorpeln, überschießendes Knochengewebe, negative Veränderungen an der Gelenkschmiere und verdickte Gelenkkapseln. Diese Dinge führen zu schmerzenden Gelenken bei unseren Vierbeinern, die sich mit guter Beobachtungsgabe erkennen lassen, auch wenn die Zeichen, die unsere Miezen geben, sehr subtil sind. Zu diesen Zeichen zählen die folgenden Dinge. Deine Katze bewegt sich langsamer oder sehr ungelenk. Sie zögert vor dem Springen oder springt weniger oder sogar gar nicht mehr. Sie putzt sich seltener oder nicht mehr an schwer erreichbaren Stellen. Sie lässt sich nicht mehr so gerne anfassen und noch weniger gerne hochheben als sonst. Sie leidet unter Verstopfung, Inkontinenz und/oder verweigert ihr Fressen. Besonders solltest du auf diese Warnsignale achten, wenn deine Katze gerade aufsteht, denn Arthrose-Schmerzen sind direkt nach dem Schlafen oder generell langen Liegen schlimmer als untertägig. Solltest du eines oder mehrere dieser Symptome feststellen, ist es sinnvoll, mit einem Tierarzt zu sprechen, um das Krankheitsbild zu bestätigen bzw. andere Ursachen auszuschließen. Bevor wir uns gleich ansehen, wie Arthrose behandelt werden kann, sehen wir uns noch an, was du tun kannst, damit es erst gar nicht so weit kommt oder aber damit der Verlauf möglichst milde ausfällt. Arthrose vorbeugen. Obwohl auch extrem viel Bewegung zu Arthrose führen kann, ist häufig eher das Gegenteil das Problem. Insbesondere einige Rassen neigen als Wohnungskatzen dazu, wahre Couch-Potatoes zu werden. Und wer rastet, der rostet, gilt auch in Bezug auf Arthrose. Wenn du also eine faule Mieze zu Hause hast, motiviere sie regelmäßig zu etwas Bewegung. Das ist insbesondere auch deshalb gut, damit dein Stubentiger nicht dick wird. Das nämlich solltest du auch unbedingt vermeiden. Jedes Gramm zu viel bedeutet eine zusätzliche Belastung für die Gelenke deiner Katze. Schlanke Miezen leiden daher seltener und weniger stark unter Arthrose als übergewichtige Katzen. Genau wie beim Menschen spielt die Ernährung eine enorm große Rolle, wenn es um die gesamtkörperliche Verfassung geht, wozu natürlich auch der Knochen- und Gelenkapparat gehört. Zucker und Getreide sowie Mineralstoffmangel können Krankheiten begünstigen und zu degenerativen Knochenerkrankungen führen. Deshalb ist es enorm wichtig, auf ein hochwertiges Katzenfutter zu setzen, das diese Grundvoraussetzungen erfüllt. Zu diesem Thema hatten wir kürzlich schon ein Video veröffentlicht. Du findest es oben rechts auf dem kleinen i, wenn du dazu mehr erfahren willst. Zusätzlich zur richtigen Haupternährung kannst du deine Katze auch mit natürlichen Ergänzungsmitteln unterstützen, die speziell darauf ausgelegt sind, die Gelenke deiner Katze zu unterstützen. Ein solches Mittel ist Joint Vital von der Firma Raiko. Das ist eine Mischung aus Muscheln, Algen, Lachs, Vitaminen, Kräutern und CBD-Öl und wurde dafür entwickelt, die Gelenkschmiere zu erneuern und sich positiv auf Knorpel, Bänder, Sehnen und Bandscheiben auszuwirken und das ganze System wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Joint Vital kann man einfach dem Hauptfutter beimischen oder auch als Leckerli geben. Die Akzeptanz ist dabei bei Katzen wirklich sehr hoch. Wenn dich das interessiert, findest du unter dem Video einen Link. Mit diesem Link kommst du auf ein Kontaktformular von Antje Bauer, die selbstständige Partnerin bei Raiko ist.
Das füllst du einfach kurz aus, damit sie dich telefonisch kontaktieren kann, um dir eventuell eine Probe zuzuschicken, deine offenen Fragen zum Krankheitsbild und Joint Vital zu klären und dich ins System einzupflegen, damit du künftig eigenständig online bestellen kannst. Was aber, wenn die Arthrose schon ausgebrochen ist? Grundsätzlich gilt dann erst einmal das gleiche Grundprinzip wie zuvor. Du musst also für das richtige Futter und die passenden Nährstoffe sorgen, jetzt vielleicht sogar mehr denn je. Auch hier kann Joint Vital absolut Sinn machen, Antje Bauer kann euch da ebenfalls super weiterhelfen. Darüber hinaus kannst du deiner Katze im täglichen Leben mit den folgenden Dingen helfen. Wenn deine Katze Übergewicht hat, sollte sie so schnell wie möglich abnehmen. Das senkt enorm die Belastung auf die Gelenke und damit auch die Intensität der Schmerzen. Wichtig ist darüber hinaus für Arthrose-Patienten mäßige, aber regelmäßige Bewegung. Streunert deine Katze also nicht mehr so viel alleine durch die Wohnung oder draußen umher, motiviere sie zum Spielen, aber ohne sie dazu zu bringen, herumzuspringen oder zu wild zu toben. Der Schlaf- und Liegeplatz deiner Katze sollte warm und weich sein und sich an einem zugfreien Ort befinden. Außerdem sollte der Schlafplatz jetzt möglichst ebenerdig sein oder aber über eine Katzentreppe erreichbar sein, um unnötige belastende Sprünge zu vermeiden. Zu guter Letzt können auch spezielle Tierphysiotherapie, Massagen oder Wärmebehandlungen ein Mittel sein, das sich positiv auf den Krankheitsverlauf auswirkt. Übrigens, insbesondere wenn eine Krankheit diagnostiziert wird, die häufig zu einer langfristigen medikamentösen Behandlung führt, lohnt es sich aus unserer Sicht, sich eine zweite Meinung einzuholen, vielleicht auch von einem Tierheilpraktiker. Auch wenn Schmerzmittel häufig wie die logischste und natürlich schnellste Lösung erscheinen, sind sie nicht zwangsläufig immer die beste und gesündeste, und ein alternativer Ansatz kann so manches Mal eine Überlegung wert sein. Wir hoffen sehr, wir konnten dir mit diesem Video weiterhelfen. Wenn ja, lass uns gerne einen Daumen nach oben da und teile das Video mit jemandem, der es auch sehen sollte. Interessiert dich eigentlich, warum Katzen so gerne bei uns schlafen? Dann klick mal auf das Bild links, um dir unser Video dazu anzusehen. Und falls du dich schon mal gefragt hast, ob es sein könnte, dass deiner Katze manchmal ziemlich langweilig ist, dann solltest du dir jetzt unbedingt noch das Video rechts ansehen.